Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegloschen. Kennen Sie das wunderbare Lied von Clemens Bittlinger? Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Und dann lädt er ein, einen Anfang zu sehen und einen Anfang zu machen, indem man den Faden ergreift oder vielleicht wieder aufgreift. Das ist Gott in unserem Leben, der feine Fäden spinnt. Und auch wenn wir den Faden manchmal verloren haben, wir dürfen ihn aus Gottes Hand wieder aufnehmen und anfangen zu knüpfen. Freuen Sie sich auf Clemens Bittlinger, der heute zu Gast ist in unserem Gottesdienst. Ein wunderbarer Liedermacher, aber auch Autor und natürlich Pfarrer. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst gemeinsam feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir singen gemeinsam: Gott spannt leise feine Fäden. Spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Sieh doch einen Anfang, wo du wirklich helfen kannst und durch deine Hilfe dir den Weg zum anderen bahnst. Sieh doch einen Anfang und fang zu helfen an. Denn Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Sieh doch einen Anfang, wo es zu vertrauen gilt. Auch wenn die Erfahrung dir das Gegenteil befiehlt, sieh doch einen Anfang und fang zu vertrauen an. Denn Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Sieh doch einen Anfang, wo du nicht weiter weißt und du deine Sehnsucht in die Stille schreist. Sieh doch einen Anfang und fang zu beten an. Denn Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Lade Sie ein, dass wir mit Worten aus Psalm 90 gemeinsam und miteinander beten. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dass das ein neuer Anfang wird für uns, wo wir neu anfangen, den Faden zu ergreifen, den du uns zuwirfst. Dass wir weiterkommen im Leben unter deiner Führung, deinem Schutz, deiner Leitung. Das bitten wir, guter Gott, in diesem Gottesdienst und wollen uns von dir leiten und lenken lassen durch dein Wort, durch deine Gegenwart, durch deine Liebe, durch deine Aufmerksamkeit. So richte uns auf. Und richte uns hin zu dir, heiliger Gott, Vater im Himmel, in Jesu Namen. Amen. Gott spannt leise feine Fäden und wir greifen den Faden noch einmal auf. Ich freue mich riesig, dass Clemens Bittlinger heute bei uns ist, zu Gast. Pfarrer, Liedermacher und wahrscheinlich einer der bekanntesten christlichen Sänger hier im deutschsprachigen Raum. Bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat, dass er da ist. Pfarrer Clemens Bittlinger. Hallo. Herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten. Ich muss mal anfangen mit einer seltsamen Frage. Wie heißt es im Volksmund? Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, geraten. Selten oder nie. Clemens Bittlinger ist ein Pfarrerskind. Was hat er anders gemacht, dass aus ihm was geworden ist, dass er doch geraten ist? Gut, darüber mag man sehr streiten, ob da aus mir tatsächlich was geworden ist. Nicht nur mein Vater war Pfarrer, sondern auch mein Großvater war Pfarrer. Und zwar im Elsass und dann Landesjugendpfarrer in Rheinland-Pfalz. Und mein Vater war Leiter des Volksmissionarischen Amtes in Rheinland-Pfalz, lebt übrigens noch, ist jetzt 93 Jahre alt. Und ein Pfarrhaus ist ein kreativer Ort, ein gastfreundlicher Ort, wo man ganz viele Menschen kennenlernt aus aller Welt. Und mich hat dieses Aufwachsen im Pfarrhaus und einem christlichen Elternhaus sehr inspiriert. Also nie abgetürnt, auch nie gemobbt worden als Pfarrerskind und ach, das ist der fromme Clemens wieder und so. Doch, später. Es war dann so, als ich so im Teenageralter war und ich war mit den Ausläufern der Jesus-People-Bewegung in Berührung gekommen bei einer Freizeit und hatte mich dann bewusst entschieden, auch als Christ zu leben. Das war so nach der Konfirmation, so im Alter zwischen 14 und 15 Jahren. Und habe dann begonnen, an der Schule, wo ich hingegangen bin, einen Schülergebetskreis zu gründen. Und dann war ich Kanonenfutter fürs Mobbing. Man hat gesagt, ah, der Pfarrer kommt oder manche haben auch gesagt, der Papst oder was weiß ich. Und ich war damals, es hat mir eigentlich nicht so wahnsinnig viel ausgemacht. Im Gegenteil, es hat mich herausgefordert. Und ich habe damals als Jugendlicher natürlich im missionarischen Eifer, ich habe ans schwarze Board Plakate geheftet, wo drauf stand, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus lebt und so. Also richtig, auch bin da offensiv dran gegangen. Und das hat sich dann mit der Zeit, hat das eine gewisse Achtung unter den Schülern hervorgerufen, die gesagt haben, hey, da ist einer, den können wir zwar ärgern und den können wir auch mobben, aber das stört den gar nicht, der macht sein Ding. Ja. Mhm. Und dann war es im Grunde so, dass ich irgendwann von der Schulleitung gebeten wurde, die letzten 14 Tage in die Klassen zu gehen und mit den Schülern neue geistliche Lieder einzuüben, dass wir im Abschlussgottesdienst richtig schön singen konnten. Mhm. Und das war toll, das habe ich dann gemacht. Und das war im Grunde der Anfang auch meiner Karriere als Liedermacher. Mhm. Trotzdem, wenn man aus einer berühmten Pfarrersfamilie kommt, der Vater dann doch auch ein gestandener, starker Theologe ist, dann könnte man ja auch eine andere Biografie schreiben. Was hat Clemens Bittlinger so stark gemacht? Waren es Personen, waren es Ereignisse, Vorbilder oder Wegbegleiter oder vielleicht irgendein besonderes Erlebnis? Also, das war so die erste Phase, so diese Begeisterung im christlichen Glauben
aufzuwachsen, Jesus nachzufolgen. Ich habe die Bibel verschlungen, richtig. Ich habe jetzt noch die Bibel, wo ich alles angestrichen habe, wo ich gedacht habe, ah, oh, ist das spannend. Und dann gab es aber natürlich eine Phase, wo ich zu Hause ausgezogen bin. Mein Vater war Pfarrer im Reisedienst. Ich bin alleine in der Grundschulzeit 4-mal umgezogen worden zwischen Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Bayern. Jedes Mal ein Kulturschock, kannst du dir vorstellen. Und dann gab es eine Phase, wo ich zu Hause ausgezogen bin, wo ich auf einmal auch gebrochen habe mit meiner christlichen Tradition, mit dem christlichen Glauben. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ich wollte mich freischwimmen. Das war so im Alter zwischen 17, 18, 19. Und habe aber dann gemerkt, dass mich das nicht loslässt. Im Grunde ähnlich wie im Psalm 23, wo ich so in meinem Hinterkopf hatte ein Gottesbild vom guten Hirten. Da ist jemand, der mich begleitet, den ich aber auch nicht loswerde, und dann wieder zurückzufinden, existenziell an diesen Gott zu glauben. Und das, der, ich würde sagen, der Zweifel und die Krise haben meinen Glauben stark gemacht. Als Clemens Bittlinger die Fäden abgeschnitten hat nach Haus, was war in dem Moment für ein Berufswunsch da? Was wäre eine Alternative gewesen zum Pfarrer? Interessant. Eigentlich seit meinem 16. Lebensjahr wollte ich Pfarrer werden. Es gab so ein Schlüsselerlebnis, wo ich in der Bibliothek meines Vaters stand. Mein Vater hat heute etwa 30.000 Bücher, die in verschiedenen Wohnungen, Räumen gelagert sind. Und ich stand da und habe mir die Bücher angeguckt und habe gesagt, was passiert eigentlich, wenn du mal nicht mehr da bist? Was passiert mit diesen Büchern? Und dann sagte mein Vater, wenn du nicht Pfarrer wirst, schmeißen wir alles weg. Und da ist bei mir der Wunsch gereift, habe ich gedacht, ja gut, dann wirst du eben Pfarrer. So war das, also sehr pragmatisch. Ich habe dann am Anfang auch, Journalismus hat mich sehr interessiert. Ich habe als Schüler, als freier Mitarbeiter für eine Tageszeitung gearbeitet. Die hieß Der Bote vom Grabfeld. Und ja, aber du, ich habe in der Zeit, damals gab es noch den Bleisatz, man hat mit Bleisatz gesetzt, ja, und du hast für die Zeile 20 Pfennig bekommen und fürs Bild 7,50 Mark. Und ich war bei den Kaninchenzüchtervereinen, bei Fußballvereinen, bei Stadtratssitzungen. Ich war sehr beliebt als Journalist, weil ich natürlich versucht habe, aus jedem Pups einen Dreispalter zu machen, weil ich ja Zeilen, ich wollte ja Zeilen für Geld verdienen. Und ich habe als Schüler bis zu 1.500 Mark im Monat allein durch Zeilengeld und Fotos verdient. Ja, also es war, und diese Zeit hat mich natürlich enorm geprägt. Also das habe ich bis heute. Ich kann sehr schnell einen Pressetext formulieren, einen PR-Text und so weiter. Also Journalismus hätte mich auch interessiert. Das ist einer deiner größten Hits. Gott spannt leise feine Fäden. Ich habe versucht, diesen Faden hier aufzugreifen, beziehungsweise überhaupt mal aufzukriegen. Das ist ein ziemlich großes Gefummel. Wie hast du das auf die Reihe gekriegt mit dem Faden Gottes? Das ist manchmal doch ziemlich kompliziert, ziemliches Wirrwarr, oder, im Leben? Ja, also das Lied ist entstanden aus einem Gespräch mit Leuten, die in meine Konzerte kamen und die mich gefragt haben, wo entdeckst du, wo erlebst du Gott in dieser Welt? Und ich habe damals gesagt, überall. Es geht eigentlich nur darum, dass ich achtsam durchs Leben laufe und entdecke, wo kann ich jemandem helfen, wo kann ich teilen, wo kann ich vertrauen, auch wenn mir die Erfahrung sagt, besser nicht vertrauen. Also wo kannst du in Vorleistung gehen, im Namen der Liebe, des Friedens, der Versöhnung. Und daraus ist dieses Lied entstanden, wo ich sage, Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Die Möglichkeiten liegen da. Es gibt ja diesen Satz, Gott hat keine andere Hände als deine Hände. Gott hat keine anderen Füße als deine Füße. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass Gott noch viel mehr Möglichkeiten hat, als ausgerechnet mich, der das umsetzt. Aber das Lied ist ein sehr pragmatisches Lied. Es ist eigentlich, ja. Jetzt habe ich was hingekriegt. Aber das ist ja ein sehr auffälliger Faden, den du da, der ist ja orange. Ich hätte jetzt gesagt, er ist rot, aber wenn du sagst orange, da kann man sich drüber streiten. Gibt es in deinem Leben sowas wie einen orangen oder roten Faden? Ich würde behaupten, du bist farbenblind. Also der ist orange, eindeutig. Vergib dir, Bruder. Jetzt nochmal zum Ernst der Lage. Gibt es bei dir im Leben sowas wie einen roten Faden? Gibt es einen roten Faden? Ja, Freiheit. Freiheit und Autonomie. Also, ich wollte immer frei sein und ich wollte immer autonom agieren. Und deswegen bin ich als 17-Jähriger schon zu Hause ausgezogen, weil ich gesagt habe, ich möchte mein Ding machen. Ich habe auch am Anfang
mit Verlagen zusammengearbeitet, die mich dann haben Verträge unterschreiben lassen, aus denen ich dann zum Teil auch nicht mehr rausgekommen bin, diese Verträge, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich unterschreibe keine Verträge mehr. Mhm. Was ich natürlich trotzdem nicht durchgehalten habe. Aber dieses Autonomiedenken, dieses ich mache mein Ding und kann ganz viel kreativ umsetzen, was ich mir vorstelle. Es ist ja wunderbar, das kennst du ja auch, man sitzt vor einem leeren Blatt Papier, dann schreibt man einen Text, dann findet man eine Melodie dazu, dann gibt man das einem Freund, der gut arrangieren kann, der das produziert, bei mir ist es David Plüss, und irgendwann hast du dann eine CD. Aber am Anfang war das leere Blatt Papier. Mhm. Ja, und das fasziniert mich nach wie vor. Das ist der kleine Unterschied zwischen dir und mir. Ich habe meistens Tage später auch noch ein leeres Blatt Papier und komme natürlich auch ins Zweifeln. Autonomie und Freiheit, was sagt deine Frau dazu? Ich meine, da hast du dich ja auch gebunden. Ja, aber das ist natürlich eine Liebe. Mhm. Und aus Liebe geht auch die Freiheit und der Freiheitswunsch eine Bindung ein, wo er sagt, die Freiheit, ich habe die Freiheit, diesen Menschen zu lieben, ich habe die Freiheit, mich an diesen Menschen zu binden und bin trotzdem ein freier Mensch. Mhm. Man muss halt die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner finden, der einem auch die Freiheit lässt. Mhm. Ja? Wir geben jedes Jahr 100 Konzerte und meine Frau lässt mich ziehen. Jetzt in der Corona-Krise, Pandemie, saß sie eines Morgens mir gegenüber und sagte, kann es sein, dass du bis Ende August keine Konzerte hast? Wo sie fast das bedauert hat, dass ich da so lange zu Hause bin. Ja? Das spielt sich dann ein. Aber das ist schon richtig. Letzte Frage, sag mal Clemens, wenn es so ein richtiges, und davon haben wir viele Menschen in unserer Fernsehgemeinde, wenn es so ein richtiges Kuddelmuddel hier gibt, so ein richtiges Wirrwarr und man wirklich keinen Anfang mehr finden kann. Was gibst du als Seelsorger, was gibst du als Jesus-Freund mit auf den Weg? Wie kann es weitergehen in so einem Moment? Auch das thematisiert das Lied. Da heißt es im letzten Vers, sieh doch einen Anfang, wo du nicht weiter weißt und du deine Sehnsucht in die Stille schreist. Sieh doch einen Anfang und fang zu beten an. Ich glaube, dass das Gebet ein ganz wichtiger Faktor ist, dass ich glauben darf und wissen darf, auch im finsteren Tal, ich bin nicht allein. Und dass ich auch im finsteren Tal mich erinnern darf an diesen guten Hirten, der da ist, auch gerade dann, wenn ich es nicht spüre. Das ist ein ganz wichtiges Element, dass ich mich traue zu beten und dass ich dem Gebet auch viel zutraue. Und ein ganz anderer wichtiges Moment ist, dass ich mich auch anderen anvertraue, dass ich das Gespräch suche, dass ich nicht in meiner Trauer bei mir selbst bleibe, sondern mir Menschen suche, denen ich mich anvertrauen kann und von denen ich weiß, dass die auch mit mir gehen, dass die auch mich tragen und dass sie auch im Gebet das begleiten, was mich gerade bewegt oder was mich niederdrückt. Ganz oft schreiben mir Menschen auch per E-Mail, du, mir geht's gerade nicht so gut und so weiter. Und dann antworte ich, du, dann setze ich dich ganz oben auf meine Gebetsliste. Mhm. Dem anderen mitzuteilen, ich begleite dich ja auch im Gebet. Aber das direkte Gespräch ist unglaublich wichtig, dass wir auch miteinander im Gespräch sind und auch miteinander gehen. Also das Bild der Emmaus-Jünger, die unterwegs sind nach Emmaus und die miteinander im Gespräch sind, in ihrer ganz tiefen Trauer. Und plötzlich, während sie miteinander reden, während sie im Gespräch sind, während sie ihre Trauer teilen, kommt auf einmal Jesus dazu. Mhm. Und das erlebe ich ganz oft auch in Seelsorgegesprächen, dass wenn wir anfangen, über das, was uns im tiefsten bewegt, anfangen darüber zu reden, auf einmal Jesus dazukommt und da ist. Mhm. Und wir es oft gar nicht erkennen. Mhm. Unsere Augen werden gehalten, dass wir ihn nicht, so steht es ja auch in der Bibel. Das kann man auch heute noch erleben. Mensch, beeindruckend, tröstlich, ermutigend. Ja. Clemens Bittlinger, ganz herzlichen Dank. Weißt du was? Ich wollte schon immer mal mit dir singen. Komm, ein Refrain wenigstens. Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst, zu tief.
Gott spannt leise feine Fäden, die du leicht ergreifen kannst. Clemens, ganz herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben zu Clemens Bittlinger, schreiben Sie uns. Wir leiten Ihre Fragen gerne weiter. CDs und Bücher bekommen Sie überall im Handel oder natürlich auch bei uns auf der Homepage. Bis vor etlichen Jahren war es üblich, dass wir mit 50, 60 Jugendlichen entweder nach Wales gefahren sind oder nach Norwegen. In Norwegen hatten wir unterhalb von Bergen ein großes Freizeitheim. Kongshaug hieß das, Königshaus. Eine Volksschule, in der über den Ferien Räume zur Verfügung standen und die wurden vermietet. Direkt an einem Fjord gelegen, mit eigenen Kanus, mit einer Turnhalle. Und dort konnten wir 14 Tage mit den Jugendlichen verbringen. Wir waren die ganze Zeit im Freien und abends gab es immer ein schönes, großes Buffet. Und vor dem Essen wurde natürlich gebetet. Und je nachdem, was da aufgebaut war bei diesem Buffet, mochte sich das Tischgebet in den Ohren von so manchem Jugendlichen angehört haben wie auf die Plätze, fertig. Amen. Denn man konnte schon während dem Gebet beobachten, wie sich einige in Position rückten, wie sich die Muskeln schon anspannten und die Speichelsekretion einsetzte, um beim alles erlösenden Amen loszustürzen und sich möglichst viel auf den Teller zu häufen. Wir haben das ausgenutzt. Am letzten Abend gab es immer ein besonders leckeres Buffet, ein Festabend. Und da haben wir zu den Jungs gesagt, Jungs, ihr müsst euch gar nicht vordrängeln, heute dürft ihr als Erste ans Buffet. Aber ihr müsst die Mädchen bedienen. Die Portionen, die sich die Jungs dann aufhäuften, fielen viel kleiner aus, verständlicherweise. Mich hat das Ganze immer erinnert an ein Lied von Reinhard May, die heiße Schlacht am kalten Buffet. Hier gilt der Mann noch als Mann und Auge um Auge, Aspik um Filet, hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, die mich genau an diese Situation erinnert. Es gab in Jerusalem einen Teich, den Teich Bethesda, beim Schafstor. Und um diesen Teich herum hatte man Säulenhallen gebaut. Und unter diesen Säulenhallen lagerten sich viele Kranke. Denn, so hieß es, von Zeit zu Zeit würde ein Engel des Herrn herabsteigen und das Wasser berühren. Und der Erste, der dann im Wasser wäre, würde gesund werden. Engel, ein spannendes Thema. Sie begegnen uns in der Bibel immer wieder. Sehr verbreitet ist die Vorstellung von einem Schutzengel. Eines der bekannten christlichen Lieder heißt, denn er hat seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten. Ein Text aus den Psalmen. Die Vorstellung von einem Schutzengel, die kennen wir.
Schaut man jedoch in die Bibel, stellt man fest, dass der Schubsengel viel verbreiteter ist. Und solch ein Schubsengel begegnet uns in dem Bericht vom Teich Bethesda. Ein Engel, der von Zeit zu Zeit herabsteigt und das Wasser berührt. Und der Erste, der dann im Wasser wäre, der würde gesund werden. Naja, denkt vielleicht die eine oder andere, dann wäre ich halt gleich im Wasser geblieben und dann wäre ich ja im Wasser, wenn der Engel das Wasser berührt. Es konnte aber manchmal Wochen oder Monate dauern, bis sich das Wasser bewegte. Und so galt es sich einzurichten um diesen Teich Bethesda herum. Und viele 100 Kranke lagerten um diesen Teich herum. Man könnte heute sagen, das war so eine Art Sanatorium. Unsere Erzählung richtet nun unsere Aufmerksamkeit auf einen Kranken, von dem man eigentlich nicht genau weiß, warum er auch an diesem Teich Bethesda lagerte. Er war seit 38 Jahren krank und hatte eigentlich keine Chance, als Erster in diesem Teich zu landen. Und doch starrte er auf die braune Brühe und erwartete von ihr alles und vielleicht auch gar nichts. Aber wer viele Möglichkeiten ausprobiert hat, gesund zu werden, klammert sich ja an den letzten Strohhalm. Und das war für diesen Kranken der Teich Bethesda. Dieser Kranke, dieser Gelähmte fällt Jesus auf. Und er bleibt stehen und lässt sich seine Geschichte erzählen. 38 Jahre vergebliche Versuche, gesund zu werden. Und nachdem der Kranke Jesus erzählt hat von seinem Leben, von seiner Geschichte, stellt ihm Jesus eine scheinbar absurde Frage. Er fragt ihn: Willst du gesund werden? Ach nee, Jesus, lass mal. Ist so schön hier am Teich Bethesda. Wir sind ja auch eine tolle Gemeinschaft von lauter Kranken und es ist toll hier. Und nee, lass mal gesund werden, will ich eigentlich gar nicht. Man hat den Eindruck, ja, will Jesus den Kranken veräppeln? Und deswegen antwortet der Gelähmte auch nicht direkt auf die Frage Jesu, auf die Frage, willst du gesund werden? Sondern er antwortet: Herr, ich habe keinen, der mich trägt. Schau, Jesus, krank sind wir alle, die wir um diesen Teich herum lagern. Aber, und das ist die Parallelität zu uns heute, wir sind auch krank in den Köpfen. Denn sobald sich das Wasser bewegt, zerbricht die Solidargemeinschaft der Kranken und jeder ist sich selbst der Nächste, beginnt ein wildes Humpelrennen, um als Erster im Teich zu sein. Viele von uns haben so einen Teich Bethesda, auf den wir starren und von dem wir alles oder sehr vieles erwarten. Für manchen ist dieser Teich Bethesda der Wunsch, gesund zu werden. Für andere mag es, 6 Richtige im Lotto zu haben. Wieder andere sind fixiert auf ihren Urlaub und manche auf ihren Ruhestand. Und wir starren auf diesen Teich und erwarten von ihm alles. Dann, wenn ich da bin, da kann ich endlich leben. Jesus möchte unseren Blick weglenken von dem, worauf alles starren. Und deshalb stellt er auch dir und mir die Frage: Willst du gesund werden? Gesund werden heißt ja hier nicht nur, willst du wieder körperlich heil werden, sondern willst du auch gesund werden in der Seele, im Geist? Der Kranke antwortet: Herr, ich habe keinen, der mich trägt. Er ist nach wie vor fixiert auf diesen Teich und ahnt gar nicht, dass der ihn tragen kann, dass der ihn heilen kann, bereits vor ihm steht. Herr, ich habe keinen, der mich trägt. Es ist die Krise unserer Gesellschaft, dass wir einander nicht mehr tragen, dass wir einander nicht mehr helfen, zu leben. Und so sagt Jesus zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Durch wie viel Wände und Nebel von vergeblichen Versuchen, gesund zu werden, muss dieser Satz Jesu dringen bei dem Kranken, bei dem Gelähmten, bis er versteht,
Ich bin gemeint. Durch wie viele Wände und Nebel von christlicher Sozialisation, von schlechten Erfahrungen mit Kirche und Gemeinde, muss der Satz Jesu bei mir dringen, bis ich ihn höre und verstehe. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Wach auf aus deiner Lethargie, beende das Couching und tritt hinein ins Leben. Geh weg von dem, worauf alle starren. Und auf einmal spürt der Gelähmte, wie neue Kraft seinen Körper durchfährt. Und Tränen kommen in seine Augen. Und seine Verwandten stützen ihn und zittrig beginnt er zu laufen. Weg von dem Teich, in die Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger. Und macht auf einmal die Erfahrung, es gibt ganz viele, die mich tragen, die mit mir gehen. Und zittrig, stolpernd beginnt er hinein zu gehen in ein neues Leben. Jesus hinterher. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Steh auf und folge Jesus nach. Amen. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Jeder hat was einzubringen, diese Vielfalt wunderbar. Neue Lieder wollen wir singen, neue Texte laut und klar. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Diese Welt ist uns gegeben, wir sind alle Gäste hier. Wenn wir nicht zusammenleben, kann die Menschheit nur verlieren. Zwischen mir. Tap tap tabaruda tap tap tabaruda tap tap tabaruda. Das aus fremden Nachbarn werden, das geschieht nicht von allein. Das aus Nachbarn Freunde werden, dafür setzen wir uns ein. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Dab, dab, dabaduda, dab, 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 dabaduda, dab, dab, dabaduda, dab, dab. Vielleicht ist genau das gerade in Ihrem Leben. Irgendeine Knospe, irgendetwas soll aufgehen. Und wie geht's auf? Durch Gebet. Das glaube ich persönlich, dass Gott sich erwärmen lässt, zu handeln, dass in unserem Leben etwas aufgeht, auf das wir schon so lange warten und das dann aber auch wunderschön wird. Deshalb lasst uns beten, füreinander und miteinander. Heiliger Gott, so viel ist in unserem Leben, was aufgehen will. Und oft haben wir keinen Plan, keine Idee. Alles noch wie eine kleine Knospe und
nicht ersichtlich, wie es werden könnte. Aber wir träumen und wir wünschen uns so viel. Jetzt greif du ein, Herr, spinn du an diesen vielen Fäden und bring Neues in unser Leben. Neues in die Welt der Trost- und Hoffnungslosen, Neues in die Welt derer, die voll Angst sind, voller Sorgen. Neues in unser Leben, wo wir selber nur noch mit Alten zu kämpfen haben. Das bitten wir dich in Jesu Namen, auf dass etwas aufgeht in uns zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Gemeinsam beten wir so, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Herzlichen Dank. Wir haben noch folgende Informationen für Sie. Wir freuen uns, wenn wir in Verbindung bleiben mit Ihnen, zum Beispiel über unsere Homepage. Schauen Sie rein, stimmedeshoechsten.de. Abonnieren Sie sich den Newsletter oder hinterlassen Sie einen Gruß auf und in unserem Gästebuch. Den Gottesdienst gibt es auf DVD. Gerne schenken wir Ihnen eine DVD. Melden Sie sich bei uns im Zuschauerbüro und bestellen Sie sich doch gleich noch ein bisschen Werbematerial, Flyer, Plakate, Handzettel, Postkarten, Autoaufkleber, dann können Sie Werbung machen für diesen Gottesdienst. Die Lieder, die wir heute von Clemens Bittlinger gehört haben und miteinander gesungen haben, gibt es auf einer CD. Die erhalten Sie überall im Handel oder aber auch bei uns im Online-Shop. Danke, wenn Sie uns unterstützen. Jeder Cent kommt an und wird in diese Gottesdienstarbeit investiert. Ohne Ihre Hilfe schaffen wir es nicht. Mit Ihrer Hilfe schaffen wir das. Und dafür danken wir Ihnen. Jetzt gehen Sie getrost in die kommende Zeit. Machen Sie es gut, seien Sie Gott befohlen und ich sage auf Wiedersehen.